Die Mission für heute ist folgende. Ihr habt die Möglichkeit über Instagram gehabt, uns Fragen zu stellen über unseren Elektromotor. Die haben wir gesammelt und die werden wir heute mal beantworten. Es sind einige spannende Themen zusammengekommen. Ich mache, glaube ich, gerne mal neue Sachen. Man kann das Ding alles pushen. Das ist schon sehr, sehr komfortabel. Wir laden die Akkus nicht per Solar. Also wir haben zwei Ladegeräte. Grundsätzlich halte ich den Elektromotor für das bessere System. Und wir werden auf die Insel gehen, uns mal ein bisschen die Beine vertreten und dann im Nachmittag zu dem Hafen, der hinter uns liegt, fahren und uns dort mal ein bisschen das Wörtchen anschauen. Wir stehen jetzt gerade mitten im Wald sozusagen. Wir sind zwischen lauter bewaldeten Inseln. Es ist total cool hier. Da knattert wieder einer. Erster Vorteil vom Elektromotor. Man hört ihn nicht. Wo geht's lang? Ja, wir gehen jetzt hier einmal querfeldein und gucken mal, wo wir rauskommen. Genau. Ja. So ein kleines bisschen säuerlich, aber ganz lecker. Frage Nummer 1. Was war der Grund für die Umrüstung damals? Weil es klimafreundlicher ist oder wegen den Kosten? Da haben wir ja schon Videos drüber gemacht, als wir auf Cayman waren und das umgerüstet haben, das System. Aber ich bin mir sicher, Hendrik erzählt es euch gerne nochmal. Der Grund war, dass ich einfach weniger Maintenance haben wollte für die Zukunft. Das heißt, ein Dieselmotor musste pflegen, musste Ölwechsel machen, Keilriemen, Ventilspiel, musst halt gucken, dass der Krümmer nicht durchrostet, weil dann kriegst du einen Wasserschlag etc. So ein Dieselmotor ist speziell auf Langfahrt schon sehr wartungsintensiv und darauf hatte ich absolut keine Lust mehr. Und der zweite Grund ist, ich mache, glaube ich, gerne mal neue Sachen und war da auch sehr neugierig, wie das funktioniert. Ich wollte es einfach wissen, ich wollte es einfach ausprobieren und deswegen haben wir den eingebaut. Die Geschichte mit dem Klima, ja, das ist eher zweitrangig. Klar habe ich da auch dran gedacht, aber ich glaube, wir haben auf der ganzen Reise irgendwie 200 Liter Diesel verbraucht. Den größten Teil davon auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Also wir haben nicht viel motort. Von daher ja, ist das eher nebensächlich. Aber hauptsächlich ging es mir wirklich darum, die alte Technik rauszuschmeißen und was Neues auszuprobieren und gleichzeitig wesentlich weniger wartungsintensiv sein zu müssen. 2, 3, wow! Und los! 1, 2, 4... Nicht gucken, du Lunz! Komm mit, Max, komm mit! Los, zu den Steinen da! Ganz leise! Kleines Mäuschen, piep einmal! Digga! Ich glaube, das müssen wir noch mal üben. Ja. Also, zweite Frage. Wie viel Reichweite habt ihr mit euren Akkus? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn es hängt immer davon ab, natürlich von den Bedingungen, von Wind und Welle, wo der Wind herkommt, wie schnell man unterwegs sein möchte und natürlich auch vom Komfortbedarf. Das ganze Thema ist natürlich stark abhängig von der Batteriekapazität, die man an Bord hat. Und wir haben 10 Kilowattstunden an Bord, bedingt durch die AGM-Batterien. Wenn wir Lithium-Batterien hätten, dann wären es wahrscheinlich 20 Kilowattstunden, da würden wir die doppelte Reichweite haben. Das war damals schlecht möglich gewesen aufgrund der Tatsache, dass wir auf den Cayman-Inseln keine Lithium-Batterien bekommen haben. Also von daher sind wir mit 10 Kilowattstunden dabei, aber es funktioniert. Also wir sind noch nie an die Grenze gekommen. Wir kommen bei Flaute, wenn man den als Flautenschieber benutzt, maximal 20 Meilen. Wenn Wind ist, benutzen wir den Motor nicht. Den nutzen wir im Prinzip nur in der Flaute und Extrembedingungen im Sinne von, wir haben eine Situation, aus der wir uns frei motoren müssen, hatten wir noch nicht. Wenn man das Ding aufdreht, dann sind es halt nur 2 Stunden und 10 Meilen oder sowas in der Art. Also das kommt halt einfach darauf an, was man für Bedingungen hat. Man kann das Ding alles pushen, ne? Man kann immer einen größeren Akkupack nehmen. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterien, die sind ja relativ leicht und klein, die kann man im Schiff gut verteilen, ist dann einfach eine Frage der Investition. Das hier ist doch mal ein nettes Setup für die Kamera, wa? Die Kamera habe ich da in den Baum gehangen, damit wir uns da filmen können. Manchmal muss man kreativ sein.
Dann hat man ja die Frage, wie laden wir eigentlich unsere Akkus? Und erstmal nein, wir laden die Akkus nicht per Solar. Könnten wir zwar machen, wenn genügend Sonne vorhanden ist oder Wind vorhanden ist, aber das dauert einfach zu lange. Die Funktion, die haben wir zwar, aber wenn man 2 Wochen vor Anker irgendwo liegt in der Karibik, dann kann man das machen. Aber ansonsten reicht es einfach nicht aus, der Überschuss, der da entsteht. Also wir laden die Akkus hauptsächlich durchs Rekuperieren, das heißt, während des Segelns treibt der Propeller den Motor an und der wirkt dann als Generator und lädt die Batterien einfach wieder auf. Zum Zweiten natürlich dann in den Marinas über Landstrom kann man aufladen. Deswegen fahren wir jetzt auch in die Marina rein, laden den wieder voll. Dann gibt es dann natürlich noch die Möglichkeit, die Akkus mit einem Generator wieder aufzuladen, also ein Hybridsystem quasi. Das haben wir am Anfang auch so gemacht. Wir sind ja mit einem kleinen Jockel an Deck quasi wieder zurück nach Europa gesegelt und dann auch durch den NOK, weil Segeln ist ja nicht großartig. Aktuell haben wir keinen Generator an Bord, das reicht bisher ganz gut aus, wenn wir sowieso im Hafen liegen, dann aufzuladen und durch die Rekuperation halt. Tendenziell, langfristig gesehen, wird es allerdings vermutlich einer werden. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, aber aktuell fahren wir ohne. Wir segeln halt. Hendrik, wie viel Kapazität sollte man dabei haben? Was meinst du mit Kapazität? Also ich bin ja eine Kapazität, also mindestens eine, nämlich der Skipper. Ansonsten darf der Smoothie natürlich auch eine Kapazität sein. Die Frage wurde so gestellt, mach was damit. Du meinst elektrisch? Ja, vermutlich. Also ich würde sagen mindestens 10 Kilowattstunden. Ja, ist natürlich abhängig vom Boot auf alle Fälle, aber also wenn man ein großes Boot hat, dann ist es natürlich gut, wenn man mehr Kapazität hat. Das ergibt sich aber natürlich auch schon aus der Leistung des Motors, also beziehungsweise aus der Spannung, mit der der Motor läuft. Aber je mehr Kapazität, desto besser ist es natürlich, keine Frage. Also wir haben 2 Ladegeräte. Wir haben eins mit 1 kW und eins mit 1,5 kW. Das heißt, mit 1,5 kW, das ist das Eigentliche, was man natürlich immer nutzt. Allerdings gibt es eben Marinas, wenn man weit entfernt ist, quasi der letzte Liegeplatz, also das längste Kabel hat, da raucht dann die Sicherung gerne mal durch, wenn die vorher schon auch schon alle ziehen. Deswegen haben wir noch eins mit 1 kW, damit man eben bei Anschlüssen, die nicht so eine Stromstärke verfügen, da die Sicherung nicht raushaut. Und außerdem kann man auch beide zusammenlaufen lassen. Das heißt, wenn wir dann mit Generator fahren sollten, wenn wir dann ein System haben, dann kann man das mit 2,5 kW laden. Das heißt, man kann mit 2,5 kW schon mal fahren, ohne überhaupt Batterie zu verbrauchen. Und dann kann man ungefähr mit 4 kW fahren, was 5 bis 5,5 Knoten sind beim normalen Seegang. Und dann kommt man so circa 10 Stunden mit. 5 kW waren noch drin. Jetzt laden wir mit 1,5 kW. Also brauchen wir ungefähr 3 Stunden und dann sind die Batterien wieder voll. Haben wir mal wieder einen Hafen, wo wir den höchsten Mast haben hier. Yes! Dann läufst du mal zur Bank, okay? So, nächstes Thema. Was haben wir für Wartungsarbeiten und haben wir irgendeinen Verschleiß am Elektromotor? Da kann ich sagen, das ist schon sehr, sehr komfortabel, sehr angenehm mit Elektromotor, nämlich wir haben einfach sehr wenig davon. Wir müssen maximal schauen, dass die Kontakte alle so sind, wie sie sein sollen, also schön angezogen, korrosionsfrei, dass sie alle schön gefettet sind. Ansonsten sind da eigentlich nur noch die Keilriemen, die vielleicht mal getauscht werden müssen. Unser System ist jetzt aber noch nicht so alt, also das wird irgendwann mal kommen, aber da sind wir noch lange nicht an dem Punkt. Ansonsten, wer einen Saildrive hat, muss halt ab und zu mal das Öl im Saildrive wechseln. Wir müssen nichts einwintern,
Das war es eigentlich auch schon. Das ist im Vergleich zum Diesel sehr angenehm mit Elektromotor. Ist jetzt auch die letzte Frage, nämlich ist bei schwerem Wetter bzw. viel Welle und Wind der E-Motor riskanter als ein Diesel? Von der technischen Seite her ist es in keinster Weise riskanter. Je nachdem, was man für einen Motor drin hat. Wir haben die gleiche Leistung, gleicher Propeller, alles gleich. Gibt es nichts, was riskanter ist. Die Reichweite könnte ein Thema sein, natürlich. Das einzige Thema ist halt die Reichweite. Wenn du in einer Legerwall-Situation bist und da ewig nicht rauskommst oder... Ja, da kommt es halt drauf an, in was für einer Situation du bist. Also genau. Und wo du unterwegs bist und wie viel Risiko du in Kauf nimmst. Und klar, ich meine, das Risikoloseste ist es, gar nicht zu segeln. Das stimmt. Von daher... Also, aber da sind wir bei einem anderen Thema. Ja, also wenn ich jetzt auf Langfahrt bin, dann habe ich in der Regel sowieso einen Generator dabei. Ja. Und dieser Generator muss eben dafür ausgelegt sein, als Hybridsystem dann zu funktionieren. Das heißt, ich kann dann eben auch lange Strecken, wenn es sein muss, unter einer höheren Leistung Motoren. So ist es dann halt. Ja. Jetzt für die Ostsee, wo man eben keine 2 Wochen am Stück unterwegs ist und wo es dann eben Wetterberichte gibt für die Tagesturns, die man dann hat, da kommt man auch ohne klar. Ich meine, wir machen es ja ohne Generator. Da ist auch gar nichts riskant. Aber wie schon vorher gesagt, ein Elektromotor bedingt halt einer besseren oder einer genaueren Vorbereitung. Ich muss den Wetterbericht gucken, aber das ist halt gute Seemannschaft. Und die muss man dann, wenn man einen Elektromotor hat, eben nochmal zusätzlich beweisen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Kommt immer auf die Situation drauf an. Richtig. Wie immer. Also grundsätzlich halte ich den Elektromotor für das bessere System. Die Frage ist einfach nur, wo bin ich unterwegs? In welchen Gebieten? Was will ich machen? Und was für Systemkomponenten habe ich? Das System ist ein bisschen komplexer als nur ein Dieselmotor, hat aber wesentlich mehr Vorteile. Das Thema ist halt, wie viel Geld letztendlich kann ich dafür ausgeben, aber machbar ist alles Mögliche. Und wenn man ein gutes System drin hat, ein Hybridsystem, wenn man auf Langfahrt ist beispielsweise, dann ist es das definitiv bessere System, ist halt auch immer eine Frage des Geldes. Also das ist doch mal ein Wort zum Abschluss, das sich viele von euch so wahrscheinlich nicht gewünscht haben. Das ist das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Sonntag? Ja, heute ist Sonntag. Ach so. Nee, aber wahrscheinlich nicht, wenn das geguckt wird. Ja, das kann sein. Aber für uns ist das Wort zum Sonntag. Okay, alles klar. Wir gehen jetzt rein, weil die Mücken werden unerträglich. Hast du noch was zu sagen? Adios. Ey, wir haben da eine Krähe oben sitzen. Ey, Drecksvieh. Musst du mal mit dem Pfeil klappern. Die wollte nur das Wort zum Sonntag hören. Genau. Die wollte uns aufs Deck schaffen.